Mainz 05 gegen Hertha BSC Berlin und ja, wir sind am Arsch. Wir haben so gut gegen Bayern gespielt und dann meiner Meinung nach zwei unverdiente Treffer der Münchner. Und so konnten sie dann halt mit 1-2 gewinnen. Aber egal. Gucken wir einfach nach vorne. Wir gucken auf die Tabelle. 27. Spieltag. Wir sind jetzt hinter Köln mit einem Punkt. Aber die haben auch gespielt. Dann wollen wir mal wenigstens vor Köln landen. Denn das ist nicht gut. Und wir wollen auch, dass Bochum auf dem 17. bleibt. So, dass sie an Nürnberg vorbei können. Vielleicht irgendwann mal. Und ja. Wir wollen verhindern, dass Nürnberg an uns vorbeikommt. So. Dann beginnen wir mal die Partie. Ja, die Kurve am Abseits. Was? Nein! Hallo? Controller! Fucking Idiot! Okay. Sorry Leute, dass ich das jetzt machen muss, aber... Fucking Idiot Controller, ey. Ja komm. Meld mich an. Geht doch. Ah, im Abseits. So, komm. Ja, Baumgartlinger. Baumgartlinger am Ball. Und Anthony Uja. So. Zariolisch. Ja, fick dich, Svensson. Ekin Soto. Anthony Uja. Dieser Reif. Goldman. Nicholas Blake auf Wolverus. Und der jetzt hier mit dem Pass auf Bungert, den ja aber schön abgefangen hat. Baumgartlinger, Postpech. So, Baumgartlinger. Postpech und jetzt gibt's hier wieder einen Einwurf. Postpech. Mali. Caligiuri. Und Uja. So. Niklas Blick. Desire Hive auf Wolverus. Bungert. Baumgartlinger. Ja, Caligiuri. Mali. Stieber. So, Gamer Force. Und Elkin Soto. Mali. Stieber. Fatih. Mali und Scheiße. War das knapp. Max Andrews auf Gamezocker. Gamezocker. Muss jetzt auch mal wieder hier Tore machen, ne? Fatih. So. Eckball. Und Bayern führt gegen Hannover. Fuck. Ich glaube, Leverkusen wird nicht Meister oder irgendein anderes Team.
Bochum führt gegen Werder Bremen. Okay. Zariolisch. Und Werder Bremen macht hier einen Ausgleich. Aber hey, ein Unentschieden wäre für Bochum auch akzeptabel. Sie müssen jetzt zwar sehr viele Punkte holen, aber gegen Bremen wäre es schon akzeptabel. Mark Oldman hätte ihn sich fast selbst eingeköpft. So, Sepp Grünwald. So, dieser Hive. Wolverus. DJ Deadman. DJ Deadman, ja. Und Bremen führt gegen Bochum. Caligiuri. Rati. Ja, Gladbach liegt gegen Hoffenheim zurück. Das ist auch so eines der Duelle, wo ich mir denke, ja, nee, ein Unentschieden wäre schon gut für beide. Dann könnte ich mit einem Sieg an denen vorbei vielleicht. Aber so kann ich nur an Gladbach vorbei. Ja, Wolfsburg, Hamburg 1-1. Mali. Komm, ich brauch die 3 Punkte. Danke, Tari. Danke, Tari, dass du auf die Linie ständig. Und jetzt DJ Deadman. DJ Deadman. So. Pff. Geh doch da hin. Was ist denn das? Weil du einmal aufs Maul geflogen bist. So, Gamezocker. Baumgartlinger. Der macht mir auch irgendwie alles kaputt. Und jetzt Elkin Soto. Baumgartlinger. Elkin Soto. Danke. Danke, Grünwald, danke. DJ Batman auf D-Call. Und Gamezocker, danke. Danke. In der letzten Minute nochmal, der ersten Hälfte, macht er wirklich das Tor. Das ist so wichtig. Stieber. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit. Caligiuri. Stieber. Uja. Danke. Was? Okay. So, Tari Olesch. Tariolisch. An den nächsten Abwisch wieder ebenfalls vorbei. Ah, Mist. Na komm, dann pfeif ab. Danke. Sehr gut. 1-0 zur Hälfte. Damit kann ich leben. Eine Führung ist immer gut. Und hey, ich glaube, wir sind uns alle sicher. Gamezocker ist Top-Torschützenkönig der Saison. 2-11, 2-12. Also mit 22 Toren. Ich glaube nicht, dass ihn irgendeiner da übertreffen kann. In fast 8 Spielen. Nur noch. Also, ne, ich glaube nicht, dass ihn irgendeiner da einen Strich durch die Rechnung machen kann. Knapp 8 Spiele, um das zu ändern. Und ja, da macht er schon der Nächste. Komm, setzt euch hin.
23 Tore und ja, wenigstens haben wir einen Titel in dieser Saison. Top-Torschützenkönig. Das wär's. Wir steigen ab, aber sind Top-Torschützenkönig. Nein, absteigen können wir nicht. Also können wir schon, aber werden wir nicht. Mali und Caligiuri. So, das ist der Grünwald. Jetzt ein Sprintduell und Gamezocker, der kommt da fast an Postbech ran. Der klärt ihn aber ins Aus. Und Anthony Uja. Stieber. Und ein Wurf. Jetzt die Call. Der auf Svensson. Tari Olesch. Auf Postpech. Da, wo erst Gamezocker stand. Das wäre eine schöne Flanke gewesen. Also, es war eine schöne Flanke, aber der Abnehmer, der ist gegangen. Der wollte nicht. Gamezocker und. Bungert. Und. Na. Da hätte DJ Deadman auch ein Tor machen können. Nicht immer nur der Gamezocker. Bungert. Anthony Uja. Elkin Soto. Caligiuri. Ja, Gamer Force. Auf Gamezocker. Gamezocker! Und ich meine, das wäre ein Eckball. Nee, der hat ihn einfach nur so scheiße geschossen. Okay, da gibt's einen Wechsel. Postpech geht raus. Zapfanik kommt rein. Und da verletzt sich Anthony Uja. Elkin Soto. Da hat sich Anthony Uja verletzt. Schiri lässt das Spiel aber weiterlaufen und jetzt. Uja hat wirklich einen Scheißtag erwischt. Steht auf, weil er denkt, ja, okay, spiele ich weiter. Haut sich dann wieder aufs Maul. Bungert. Hier, Baumgartlinger. Und der ist nicht drin. Knapp am Tor vorbei. Ja, 70 Minuten gespielt. Und es steht 2-0. Ja, und Hoffenheim führt gegen Gladbach. Das heißt, dass wir an Köln und Gladbach vorbei sind. Ist doch mal was. Haben wir jetzt auch ein bisschen weiter weg von der Relegation. Ja, und Max Andrews und Caligiuri, die hauen sich da ein bisschen weg. So. Caligiuri und... Ja, 2-0 Führung gegen Hannover von Bayern. Baumgartlinger. Ja, dieser Hive. DJ Deadman. Decoy. Decoy. Na, Stieber. Und Baumgartlinger. Der hat sich hier aber was gezerrt. Der Mainzer Spieler. Ja, Bremen jetzt mit einer sehr deutlichen Führung gegen Bochum. Aber hey, Bochum braucht sich keine Sorgen zu machen. Denn Mainz wird sie so schnell nicht einholen. Können Sie wenigstens sagen, wir sind als 17. abgestiegen, nicht als letzten, als 18. Das ist meins gewesen. Elkin Soto. Baumgartlinger. Elkin Soto. Auf Baumgartlinger. Baumgartlinger. Elkin Soto und der ist drin. 1-2. Natürlich musste
Sepp Grünwald hier wieder ein Gegentor einstecken. Und es gibt Freistoß. Ja, Gamesaler regt sich ja auf. Salai kommt rein. Mali muss raus. Verletzungsbedingt. Ah. Und Anthony Uja wird hier erstmal ein bisschen weggegrätscht. Und Niklas Blake bekommt wieder die gelbe Karte. Ich glaube, dafür wäre er beim nächsten Spiel gesperrt. Ja, Anthony Uja und Gamer Force. Jetzt Gamezocker. Fati und Svensson und Gamezocker, der grätscht ihn da hier schön rein. Uja. Caligiuri, Uja. Ja, Baumgartlinger. Schön, wie er dazwischen geht. 3 Minuten Nachspielzeit, Bungert. Ja, Gamezocker, aber Svensson hat ihn. Caligiuri. Elkin Soto. Und Max Andrews bekommt da wieder eine gelbe Karte. Also wird er ebenfalls sehr wahrscheinlich in der nächsten Partie gelb gesperrt sein. Und ja, Gamezocker bekommt auch eine gelbe Karte. Ich gehe mal davon aus, dass die Spieler gelb gesperrt sind. Also Gamezocker jetzt nicht, weil er nicht so viele gelbe Karten in seiner Saison, in seiner Karriere gesehen hat. Aber ich meine, Andrews glaube ich auch nicht, aber... Blake.